Ja, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum jetzt 10. Part bei Driver San Francisco mit mir, dem leichten Rage-Kegel. Und aus der 9. Folge war ja so ein bisschen zu hören, dass ich ein bisschen, mich ein bisschen derbe aufgeregt habe über manche Missionen und hier mit diesen Mutproben oder was das jetzt hier gewesen ist. Die werden wir jetzt, glaube ich, erstmal ein bisschen außen vor lassen. Genau wie dieses eine Rennen, was wir jetzt hier noch machen müssen. Das lassen wir jetzt erstmal alles außen vor. Wir werden jetzt erstmal mit der Hauptstory-Mission weitermachen. Und wir werden mal sehen, was uns da jetzt erwartet. Wir befinden uns gerade hier an diesem Punkt. Das heißt, wir müssen uns erstmal schnellstmöglichst irgendwie bestmöglichst darüber geben, rübergeben, jawohl, rüberbegeben. Und da haben wir es auch schon. Und er suche den Hinweis auf den Entführer. Ja, dann schnacken wir gar nicht lange rum. Wir gucken mal. Wie läuft's? Na, mal wieder eine Realität zu Besuch? Hast du Lust auf ein bisschen echte Polizeiarbeit? Leg los. Es gibt einen Hinweis auf das Auto, das Sarah bei der Entführung sah. Das von unserer mysteriösen, messerschwingenden Schönheit? Oh, langsam wird's besser. Alles klar. Machen wir. Okay, was ist los? Wir bekamen einen Tipp, dass das verdächtige Fahrzeug im Zentrum gesehen wurde. Nahe der Grace Cathedral. Oh, Gott sei Dank. Dann los. Verdächtige in Midtown suchen. Alles klar. Ich bin auf dem Weg. Warten Sie mal ganz kurz. Wir haben von einem weißen europäischen Sportwagen gesprochen. Finden wir das Auto, erfahren wir vielleicht, wer das mit dem Messer war. Und klären endlich mal einen Fall. Na, ob wir das hinkriegen, das ist echt fraglich, ne? Wenn man mal so meine Rages aus dem letzten Part bedenkt. Also das, also dafür nochmal ganz großes Sorry. Das geht gar nicht. Aber das gehört bei mir irgendwie auch dazu, ne? Also das, ja. Es ist leider so. Sorry. So, wir sind da. Da ist er. Ja, das ist ein Treffer. Schnell, mach ein Foto. Erledigt. Puh! Die Frau hat ja Kalenderformat. Wir müssen näher ran. Ich schwöre, die kommt mir bekannt vor. Bleib dran, ich sehe mal, ob wir sie identifizieren können. Also sollen wir sie jetzt verfolgen, oder wie? Verdächtige verfolgen. Boah. Wenn ich das hinkriege? Ich darf wahrscheinlich du bist den... zu nah dran, Tanner. Fall ja, etwas ja, zurück, ja, 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 ja. Du siehst du das? Du bist schlimmer als meine Mutter. 50 Meter Abstand zum Verdächtigen halten. Ob ich das hinkriege? Bin eigentlich mehr so ein rabiater Fahrer. Der sehr und gerne hier so... Altmodische ja? Polizeiarbeit. Endlich sprichst du meine Sprache. Zentrale, hier Wagen 4030. Bitte Kennzeichenüberprüfung für 8BR8139. Verstanden. Ja, ich sende auch ein Bild. Die Verdächtige war recht weit weg, aber tun Sie Ihr Bestes. Verstanden. Na, mal gucken, was wir rausfinden. Echt eine Ausbildung, Mann. Ah, dann pass gut auf. Das wird abgefragt. Ach, irgendwie liebe ich diese Sprüche von den beiden. Und Mädel ver... Alter, wie fertig. Hören Sie mich? Zentrale, wir hören. Das Fahrzeug gehört einer 89-Jährigen aus Idaho. Da wurde der Oma wohl das Auto geklaut. Wir haben das Bild durch die Datenbank gejagt, ohne Ergebnis. Probieren Sie mal Interpol. Ich habe da so ein Gefühl. Moment. Oh Gott, das kann ja was werden. Also ganz koscher ist, war die mir am Anfang sowieso nicht. Wagen 4030, hier Zentrale. Interpol hat das Bild identifiziert. Eine amerikanische Bürgerin ägyptischer Abstammung, Layla Sharon. Layla Sharon? Verdammt, das ist die Oberliga. Danke, Zentrale. Ende. Kennst du sie? Sie hat einen ziemlichen Ruf. Nicht nur wegen ihres Aussehens. Und was weißt du über sie? Sie ist eine Auftragsmörderin, hat sie in Afrika gelernt. Egal welcher dreckige Krieg, welche Seite, das Mädchen weiß, wie man Geld verdient. Die würde ich auch nicht von der Bettkante. Du bist nicht dein Typ, Jones. Außer du magst Mädchen, die beim ersten Date stechen. Und sie ist sicher teuer. Nur ein Gangster in der Stadt ist groß genug, um sie anzuhalten. Jericho.
Wieso ist also die Gespräche jetzt gerade saumäßig leise? Was soll das denn? Warte mal. Sprache. Obwohl ich die anderen Dinger schon so weit runter habe, aber die Musik ist gerade lauter gewesen wie jetzt die Sprache. Sehr mysteriös. Aber gut, dann müssen wir das mal so machen. Hey, gib mal Gas jetzt. Sie fährt zu weit weg. Ich bin dran. Brauche ich eine Brille? Ich könnte schwören, dass sie fast außer Sicht ist. Du bist echt ein Komiker, Jones. Ich bin doch dran. Was meckert du denn so rum? Guck mal, 85 Meter Abstand, Alter, was willst du denn? John, was machst du denn? Sie ist da. Ich komm da nicht durch. Durch was? Okay, hiernach bringen wir dich auf jeden Fall ins Krankenhaus. Das geht dir an die Nieren. Nein, mir geht's gut. Wir müssen sie fahren lassen. Vertrau mir dieses eine Mal. Aha. Jetzt wissen wir, wen wir suchen. Vertrau mir. Die taucht wieder auf. Auf alle Fälle in meinen Träumen, Mann. Layla Sharon identifiziert. Layla Sharon, Attentäterin. Du kannst dein Leben darauf wetten, dass sie die Schützin aus dem Helikopter war. Also steht sie auch auf Jerichos Gehaltsliste. Wenn sie verantwortlich für die Entführung von Sarah Allen ist, bedeutet das, dass Jericho eine Chemikerin braucht. Ja, aber nur für was? Das ist die große Preisfrage. San Francisco. Was? Du sitzt noch 30 Jahre hier. Ich verlange 30 Millionen. Das ist keine schwere Wahl. Beim nächsten Mal konnte ich mir dann einen Körper aussuchen. Und zack. Halt uns schön da, wo wir sind. Wenn Layla Sharon in der Stadt ist, muss Jericho was Ernstes planen. Er hat was vor. Ma'am, sind Sie okay? Wie haben Sie mich gefunden? Das wollen Sie gar nicht wissen. Odell Williams und Darius Spencer. Die arbeiten beide für Jerichos Crew. Komm schon, John. Komm wieder zurück zu uns, Kumpel. WTF? War das jetzt das zweite Kapitel oder wie? Augen auf die Stadt. Mhm. Wir kommen ja aber trotzdem noch nicht weiter. Schade. Dann möchte ich trotzdem mal gerne auf die Karte gucken. Ne, hier oben kann man noch nicht hin. Schade, schade, schade. Okay, wir haben jetzt auch nur eine weitere Mission mit dem guten Tanner. Und ja, die Dinger, die wir jetzt so ja nicht geschafft haben. Ich weiß ja nicht, hatten wir hier unten die, die Herausforderung? Hatten wir die auch schon probiert? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber hey, das hat auch noch Zeit. Das können wir später noch machen. Läuft ja nicht weg. Was wir auf jeden Fall dann demnächst mal machen können, ist hier über die Werkstatt mal ein neues Fahrzeug uns zuzulegen. Weil ich glaube, über 170.000 Willenskraftpunkte haben wir ja. Und da kann man sich schon mal ein bisschen was leisten, ne? So, finde das gestohlene Platin. Mhm. Okay. Wir brauchen einen Hubschrauber. Ein SUV flüchtet mit 1 Million in feinstem Platin von einem bewaffneten Raubüberfall auf Pacific Alloys. Jericho, das stinkt nach ihm. Und wenn du dir einen roten SUV in der Stadt rauspicken willst, ist ein Hubschrauber der beste Ort. Er startet von dem Helipad in Westlake. Volltreffer, Jones. Bis später. Alles klar. Dann wollen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen, ne? Eins noch. Du kannst nicht Hubschrauber fliegen. Oh, oh. Ich will nicht fliegen. Ich übernehme die Überwachung. Kannst du die Ausdrücke? Autos sind Bodeneinheiten. Den Rest kriege ich schon raus. Was? Als nächstes müssen wir über Marin fliegen, um das Straßenrennen zu finden. Neue Befehle. Wir fliegen nach Downtown und suchen einen roten SUV mit gestohlenem Platin an Bord. Okay, Sir. Ich überwache den Funkverkehr. Sie scannen die Fahrzeuge mit dem Fadenkreuz. Sind sie in der Datenbank, werden sie markiert. Gebietsscan? Ja, und wie läuft das jetzt? Könnte ein Straßenrennen sein. Das ist gerade nicht meine Priorität. Also lenken kann ich gerade überhaupt nicht. Ich muss jetzt wahrscheinlich erstmal warten. Startplatz gefunden? Oh ja.
bis mir hier irgendwas angezeigt wird, weil wenn ich jetzt Enter drücke, da funktioniert auch gerade nichts. Ach, hier, oh Gott. Wow, was ist das? Alle Notfalldienste vor Ort. Ein Verkehrsunfall. Sieht übel aus. Mal sehen, ob das Spiel sich jetzt gleich wieder schließt. Feuerwehr! Und ein großer Tank. Oh, ja, sorry für die kurze Unterbrechung. Ich hatte gerade schon so die Vermutung, dass es wieder passieren wird hier mit der Shift-Taste, dass die Aufnahme wieder abbricht. Ich habe es jetzt hoffentlich richtig gemacht und habe das Ding jetzt ausgeschaltet, dass es jetzt nicht wieder uns hier aus der Aufnahme rausschmeißen wird. Gott! Oh, sieht man nicht jeden Tag. Ja, das stimmt. Aber egal, den suchen wir nicht. Weiter. Nö. Das ist gar nicht so einfach. Oh Mann, das Teil geht hoch. Ehrlich, der neue Vogel ist ein Prachtstück. Na. Könnte sein, dass sich die Mission ein bisschen hinziehen wird. Nichts zu sehen. Sie nicht. Ist während des Scan etwas aufgetaucht, Sir? Moment, ich werde ihm... Ein roter SUV und gestohlen. Der Wagen liegt sehr tief, Sir. Sehr schwere Beladung. Vielleicht haben wir unser Platin gefunden. Also, was haben wir denn hier? Oh, drei schwere Kisten, die das Leder auf den Brützels ruinieren. Eine Waffe auf dem Beifahrersitz. Das muss unser Mann sein. Holen wir ihn von der Straße. Okay. In den LKW fahren. Ja gut, machen wir. Und drehen! Okay, die Hälfte geschafft. Jetzt muss ich alles als Beweismittel beschlagnahmen. Empfänger fahren. Oh Gott. Zeitvorgabe ist aber ganz schön knapp, ne? Ja, Leute, geht ja mal bitte aus dem Weg. Ja, das war richtig gut. Aus dem Weg. Also das ist echt knapp berechnet. Verdammt, kommen denn diese Typen her? Der Dreckskarre muss ein Sender gewesen sein. Da sollst du drauf drücken. Also die Mission ist echt nicht einfach. Erstmal eben mit dem LKW durch die ganze Autodienste zu fahren. Hallo! Was soll das denn? Mich einfach querstellen. Ich glaube, es hackt. Leute, ich habe auch nicht so viel Zeit, ne? Haltet doch mal ein bisschen zurück. Oh Mann, hier will ich drauf drücken. Ne, ich glaube, das wird nichts. Einen weiteren Sinn, Alter. Na, oh, mich drückt da drauf. Das gibt's nicht, ey. So, hier vorne müssen wir jetzt rein. Gott sei Dank. Boah.
gestohlenes Platin wieder beschafft. Na, der LKW sieht aber, ne? Der hat reichlich mitgemacht. Ich auch. Sonderlieferung. Eine Karre voll Platin, ein sehr verwirrter Fahrer und noch einer von Jerichos Plänen auf Eis. Platin ist ein schöner Fang. Aber wenn es Jericho war, ist das nur ein Teil des Puzzles. Könnte sein, dass er was viel Größeres vorhat. Also die Chemikerin, dass sie jetzt irgendwas mit dem gestohlenen Platin irgendwie zusammensetzen soll, oder wie? Könnte das sein? Man weiß es nicht. Das ist nur eine Vermutung von mir. Aktuell ein 20 Millionen Dollar Platinraub. Die Diebe konnten der Bay Area Police bei dem riskanten Raub am helllichten Tag entkommen. Kapitel 3, Detektivarbeit. Ich möchte gerne mal wissen, wie viele Kapitel es bei dem Spiel gibt. Das interessiert mich mal. Oh, werden wir verfolgt? Sah grad so aus. Der sah gerade so aus, als wenn wir verfolgt werden. So, Shift-Ebene 3. Auszoomen, einzoomen. Also das habe ich jetzt geschnallt. Dann bringe ich das Spiel mal wortwörtlich auf die nächste Ebene. Oh Mann, das ist ein Kick. Gut gemacht. Ja, danke. Oha, und ich sehe jetzt auf der Karte weitere Missionen. 1, 2, 3, 4, oh Gott, da drüben ist auch noch eine. Ach du Scheiße. Aber kein neues Gebiet freigeschaltet, das finde ich schade. Aber wie ich sehe, ein paar neue Mutproben. Na gut, in die könnte man dann ja auch nochmal reinschauen, ne? So, warte mal, wir sind jetzt hier vorne. Also die Mutprobe, die jetzt hier bei uns um die Ecke ist, das ist ja die mit den hier 30 Sachen zerstören in 40 Sekunden. Das werde ich jedenfalls erstmal außen vor lassen. Genau wie, also eine von den beiden Mutproben war ja von 0 auf 270 ohne Fähigkeiten. Und ich habe so in der Vermutung, wo ich das gerendert habe, dass das Spiel da ein bisschen rumgebackt hat an der Stelle. Das war nämlich kurz nachdem wir hier die eine Mission gemacht haben, wo wir vor der Polizei geflohen sind und wo war denn das? Ich glaube, zu dem Punkt hier unten mussten wir fliehen oder hier vorne. Und nachdem wir die Polizei losgeworden sind, war der Punkt auf einmal weg. Und ich glaube, dass das damit irgendwie ein bisschen im Zusammenhang gewesen ist. Aber ich kann mich auch täuschen. Aber das ist nicht so schlimm. Wir werden uns jetzt erstmal... Was haben wir denn hier vorne? Über 150 Kilometer in der Stunde fahren für 20 Sekunden. Ego-Perspektive. Ja, komm. Das sollte, glaube ich, machbar sein. Müssen nur mal eine vernünftige Straße jetzt zum Beschleunigen finden. Oder das könnte hier schon passen.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yeah! Oh, geil. That is nice. Achso. Warte mal, können wir das so machen. Zack, zack. Ah, der Vorteil an diesem hohen Shift, da hat man jetzt die Stadt viel besser im Blick. Was haben wir hier? 15 Bushaltestellen zerstören. Ohne Zeitvorgabe. Ja. Was haben wir hier? Zum Freischalten zwei Stadtmissionen beenden. Ach, und die, ja, stimmt. Die Stadtmissionen sind ja die Sternmissionen hier. Stimmt ja. Was haben wir hier? Die Polizeieskorte zur Bombe folgen. Okay. Vernunft 270. Keine Fähigkeiten. Was haben wir hier? 4 Sekunden Nitro. Gut, das müssen wir erst noch kaufen. Wir haben ja, glaube ich, bisher nur Stufe 2 vom Nitro. Notstopp 125 Meter. Ja. Was haben wir hier? Bringen den Gefängnistransporter zum Polizeilabor. Mhm. Okay. Aber komm, wir werden uns jetzt hier um die 15 Bushaltestellen noch kümmern. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Wir müssen nur erstmal einen Anfang finden. Ah, guck mal. Ich habe so keine Ahnung, wo jetzt die Linienführung weitergeht. Ich kenne mich ja hier in der Stadt nicht aus. Das tut mir leid. Ach, guck mal. Kaputt. Da ist auch noch eine. Kaputt. Wow. Entschuldigung, die Städte, die brauchen hier keine Busse. Ich fahre hier selber rum. What the fuck? Was war denn das jetzt gerade? Da war Frame-Einbruch. Kleines Standbild und jetzt gerade nur mit 30 FPS aufgenommen, ist wieder auf 60. Wahnsinn. Das freut mich ja ungemein. So. Ah, guck mal, da haben wir die nächste. Auf der anderen Seite ist gerade keins. Können wir das Ding hier vorne auch noch mitnehmen? Perfekt. Danke. Na, das ist doch herzallerliebst. So, dann haben wir hier unten noch eine Haltestelle. Dann fahren wir hier nochmal kurz hoch. Hier ist auch noch eine. Ich weiß gar nicht, wie viele wir jetzt überhaupt schon haben. Aber ich glaube, wenn wir jetzt hier im Bus hinterher... Na gut, ob wir dem jetzt hinterher fahren. Ich weiß ja jetzt nicht, ob der irgendwie an der Haltestelle jetzt anhält oder einfach nur so, ja, gedienstechnisch durchfährt. Aber es ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Moment. Geh mal aus dem Weg hier, ja. Muss die Haltestelle noch zerstören. Sie kaputt machen. Aber in manchen Ecken sind echt viele Haltestellen aufgebaut. Also mehr wie jetzt hier in Hildesheim. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen, ne? Und da, huch, da haben wir schon. Yay! Danke. 184.000 Willenskraftpunkte. Und warte mal, hier hinten ist auch noch ein Dings zum Einsammeln. Das nehmen wir auch gleich nur mit. Wenn wir gerade schon mal hier sind. No? Sehr schön. Und dann können wir das Ding nach vorne auf der, auf diesem Ackerweg auch gleich nur mitgedingst. Entschuldigung.
Was fährt er da auch lang, wenn ich da lang fahre? Was soll denn das? Das kann man doch nicht machen. Mensch, Madame Monsieur hat auch Gefühle. Und das glaubt mir auch jeder. So, was haben wir hier? 1800 Meter in 60 Sekunden fahren, keine Unfälle. In 60 Sekunden. Und keine Unfälle, na gut. Ich glaube, ich habe mir den falschen Startpunkt ausgesucht. So, nur mal gucken, ob wir das noch gebacken bekommen. Wird ihm sehr, sehr knapp. Oh, okay. Da haben wir nochmal Schwein gehabt. Sehr nice. Huch, wollte eigentlich raus. Danke. Sehr friendly from du. So, nonstop 125 Meter. Was sagt denn Madame Monsieur Timer? 2 Minuten noch, ja, dann können wir den schon mal gedingsen, ne? Dann würde ich sagen, machen wir hier nochmal das kleine Ding noch dazu, weil, ne? Nonstop will ich immer sagen. Notstopp 125 Meter. Das sollte eigentlich hier mit dem Fahrzeug auch möglich sein, oder? Wenn wir so eine richtig schöne hohe Geschwindigkeit drauf haben, müsste das doch eigentlich funktionieren. Warte mal, wir drehen da nochmal um. Oder passt das hier schon? Nein. Passt nicht. Okay. Dann probieren wir es so nochmal. Oder ansonsten müssen wir das gleich nochmal mit einem schnelleren Fahrzeug versuchen. Weil der Pontiac, der ist ja... So, okay, der hat schon 230 drauf. Das Ganze mit dem Autowagen vergessen. Aber ist nicht schlimm. Was haben wir denn hier? Den XLR. Komm, wir nehmen den VW Camper. Das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, welches Fahrzeug dafür gut geeignet ist. Was haben wir hier? Das ist auch der XLR. Hier, komm, wir versuchen es mal mit dem Jaguar. Der müsste doch eigentlich genug unter der Haube haben. Ja, nice! Perfekt, mehr wollte ich nicht. Dankeschön! Ich freue mich sehr. Zu knapp! Na wieso, wir haben es doch geschafft. John, mach mal keinen Stress hier, ne? Gut, ich mache einen kurzen Schnitt. Wir sehen uns gleich in der nächsten Folge wieder. Bis gleich!